Schönen guten Tag, ihr Lieben. Da ist er wieder. Ich gehe heute mal wieder einem Zuschauerwunsch bzw. der Empfehlung eines Zuschauers oder sogar mehrerer Zuschauer nach und befinde mich hier in der Schurfheide. Das ist in Brandenburg und das soll ein sehr naturnahes Naturschutzgebiet sein. Und das Schöne auf der Runde, die ich mir hier zurechtgelegt habe, ist, da liegt auch noch einer der bedeutendsten und größten Lost Places in Brandenburg. Darauf bin ich definitiv auch sehr gespannt. Mein Rucksack mit dem Nötigsten, was ich unterwegs brauche, habe ich wieder dabei. Tarp und so habe ich mir diesmal wieder gespart, weil es ist total schönes Wetter und ich glaube und hoffe einfach mal nicht, dass es regnen wird und wenn ja, muss ich mir was einfallen lassen. Wenn ihr Interesse an der Tour habt, dann findet ihr alle Daten, das Höhenprofil, die GPS-Datei, Fotos, die Highlights der Tour, alles wieder auf meinem Komoot-Account. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, also schaut da gerne rein und folgt mir gerne auch auf Komoot. Ich freue mich, dass ihr zuschaut, wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video. Peace and out! Ich bin gerade mal 15 Minuten unterwegs und schwitze jetzt schon wie ein Verrückter. Heute sind irgendwie 25, 28 Grad, irgend sowas. Und ich habe mir gerade im Auto schon mein Basecap einmal komplett mit Wasser voll gekippt, dass das richtig schön nass ist, weil das einfach gut tut am Kopf. Aber gefühlt ist das alles schon wieder komplett verdampft. So, jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal im Wald hier. Ich sehe, da vorne sind irgendwelche Forstarbeiten am Start. Aber okay, das soll mich nicht weiter interessieren. Und bis zu der Garnison, die ich mir anschauen möchte, ist es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr weit. Also dieser riesige Lost Place oder die Überbleibsel davon werden auf jeden Fall das erste Highlight auf dieser Tour. Ich laufe jetzt hier gerade durch eine offene Schranke durch und das wird wohl der Eingang zu dem ehemaligen militärischen Gebiet sein. Hier steht auch gleich ein Schild. Achtung, ehemalige militärische Liegenschaft. Von der Liegenschaft gehen erhebliche Gefahren für Leben und Gesundheit aus. Insbesondere von Munition und Munitions... Was? Munitionssteilen. Munitionsteilen. Zu blöd zum Lesen, der Typ. Okay, unterirdische Anlagen. Das klingt spannend. Und Bauwerken. Naja, okay. Mal sehen, was ich finde. Hier sollte eigentlich schon ein erstes Gebäude stehen, laut meinen Informationen und meiner Karte, aber hier steht nichts mehr. Also ich habe auch keine Ahnung, was hier eventuell schon abgerissen oder zurückgebaut ist. Kein Plan. Ich lasse mich einfach überraschen. Aber der Wald ist schon wieder sehr schön. Und ich glaube, das wird wirklich wieder ein Mücken-Podcast, denn sobald ich wieder kurz stehen bleibe oder mich nicht so viel bewege, werde ich von Mücken überfallen. Aber diesmal habe ich übrigens sogar Autan mit. Also vielleicht jammere ich etwas weniger als in meinem letzten Video. Ich bin jetzt hier schon auf einen schmaleren Weg abgebrochen und ich kann euch ja schon mal etwas über dieses Gelände hier erzählen, was ich gerne erkunden möchte. Und zwar war das einst die größte Garnison außerhalb der Sowjetunion. Das war ein richtiges Dorf oder eine richtige Stadt im Wald mit über 550 Gebäuden. Und hier haben ca. 15.000 Soldaten der sowjetischen Streitkräfte gelebt. 1994 sind die dann abgezogen, wie eigentlich alle Soldaten der sowjetischen Streitkräfte aus der DDR. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste laut meiner Karte hier irgendwo das erste Gebäude sein. Wie gesagt, ich weiß nicht, was davon wirklich noch steht. Ah ja, dort. Okay. Das ist aber klein. Ich glaube, das meine ich nicht. Hier auf der Seite müsste eigentlich was sein. Okay, ich schaue trotzdem mal hier drumherum. Das sieht mir eher aus, als wäre das einfach nur mal ein Stromhäuschen oder irgendwas gewesen. Oh, da liegen ganz viele Ziegel drin. Und ich sehe gerade, hier hinten geht es irgendwie noch eine kleine Leiter hoch. Ist die fest? Ja. Okay, da gucke ich mal hoch, auch wenn da sicher jetzt nicht viel zu sehen ist. Ich habe jetzt noch die GoPro dabei. Ich packe nachher mal meine andere Kamera aus.
auf der man sicherlich dann mehr sieht im Dunkeln. Aber jetzt für dieses kleine Gebäude hier, das ist erstmal egal. Oh, sieht aus, als hätte sich hier mal jemand gemütlich gemacht. Oh, es ist so unfassbar warm. Krass. Ich schwitze wie ein Schwein. Aber egal. Oh, was ist das? Hier geht's irgendwie wo rein. Okay, das ist natürlich mega spannend. Das heißt, ich hole jetzt mal meine Taschenlampe raus und werde mal hier reinschauen. Oh, da kommt richtig kühle Luft raus. Wow, schon fast zu kalt. Das Krasse ist, ich muss die ganze Zeit gebückt hier laufen, da das maximal 1,60 hoch ist oder so. So, hier geht es jetzt um die Ecke, einmal links, einmal rechts. Ha, welche Richtung nehme ich denn? Ist hier unten eigentlich Wasser? Es tropft irgendwo. Nee. Okay, das heißt, ich muss mir auch den Weg merken. Weil ich bin ja auch alleine unterwegs. Und wenn ich mich hier unterirdisch vollkommen verfranse, wäre natürlich auch irgendwie blöd. Okay, alles klar. Ich mache das mal so, dass ich, wenn möglich, immer den rechten Weg nehme. Okay. Das scheint mir schon mal eine der Bunkeranlagen zu sein. Geil, das wäre eine krasse Party-Location. So, na, ich versuche mal einen Schwenk für euch zu machen, damit ihr seht, was ich sehe. Abgefahren. Okay, dann schaue ich jetzt nochmal den anderen Gang entlang, der nach links wegging. Der Weg hier ist auf jeden Fall länger. Ui, viel länger. Da sehe ich gar kein Ende. Das war's. Krass, dass dieser lange Gang nur zu diesem kleinen Raum führt. Hier geht es auch noch runter, aber hier sind auch Löcher im Boden, da ist eine Treppe drin. Da möchte ich jetzt nicht hinlaufen, weil ich sehe, dass da unten alles komplett voll mit Wasser steht. Und nicht unerheblich tief. Also das sieht schon aus wie, krass, wie 2-3 Meter oder so. Das heißt, ich werde diesen Raum vorsichtshalber nicht betreten. Wie gesagt, da ich auch alleine unterwegs bin. So, wieder raus hier. Boah, da draußen, Quatsch, da drin war es so schön kühl. Da war es richtig kalt, da habe ich richtig meinen Atem vorm Gesicht gesehen. Und hier ballert die Sonne. Wahnsinn. So, jetzt laufe ich gleich mal hier runter. Oh, ist das warm. Komme ich hier gut durch? Klar, noch ein paar Zecken einsammeln. Ich habe hier gerade auf dem Boden so einen Gullideckel gesehen. Das ist mir schon mal passiert in einem Lost Place, dass ich in so einen Gullideckel eingebrochen bin. Das war nach irgendeinem Konzert und da haben wir uns noch nachts in den Lost Place besichtigt und ich wollte pinkeln gehen und bin voll in so einem Gullideckel verschwunden. Zu blöd zum Pinkeln. Aber es ist auch echt krass, wie sich die Natur hier alles zurückholt. Sehr abgefahren. Geiles Szenario. Schöne Endzeitstimmung. I love it. Jetzt wäre es tatsächlich eigentlich mal cool gewesen, hätte ich meine Drohne mitgenommen. Aber die habe ich schon lange nicht mehr dabei, weil ich immer zu faul bin, die rauszuholen. Und dann im Endeffekt damit sowieso nicht filme. Und irgendwie soll mir das ja auch alles Spaß machen. Ich bin ja nicht nur wegen der Filmerei unterwegs. Aber in dem Fall jetzt wäre das eigentlich geil gewesen. Oh, mir läuft der Schweiß hier runter. Wahnsinn. So. Während ich mich hier so durchs Unterholz schlage und die ganzen Zecken einsammle, überlege ich gerade, wie ich dieses Video nennen könnte. Denn das wäre ja meine Chance, auf so einen üblichen Lost Place Clickbait-Titel, wie ihn die meisten oder sehr viele verwenden. Oh, hier ist wieder ein Weg. Ihr kennt sicher alle die Titel Unglaubliches gefunden, lange verschlossen,
menschliche Knochen entdeckt. Fast hätte uns die Polizei erwischt. Und im Endeffekt sind diese unglaublichen Entdeckungen alles Lost Places, die schon vor 10 Jahren die Leute besucht haben, von denen es schon unendlich viele Fotos gibt und Videos. Naja, egal. So, das fiel mir nur gerade dazu ein. Ich hoffe, der ein oder andere fühlt sich gedisst. Jetzt gibt's YouTube-Beef. Oh Mann. Ey, Freunde, alles nur Spaß, ne? Das ist mir so egal. Die sollen alle machen, was sie wollen. Ich will auch machen, was ich will. So, wo bin ich denn? Chaka. Irgendwo darüber muss ich. Ihr merkt schon, ich bin auch schon total lost hier. Da ich gerade so in Stänkerlaune war mit irgendwelchen Lost Place YouTubern, sollte man es natürlich besser machen, wenn man schon meckert. Und an der Stelle empfehle ich euch meine Lost Place Dokus. Einmal die Trilogie Geschichten hinter vergessenen Mauern und einmal die Trilogie Vergessen im Harz. Und in diesen Filmen beleuchte ich wirklich unzählige Lost Places mit Hintergrundinformationen, habe zu jedem Lost Place ehemalige Mitarbeiter und Zeitzeugeninterviews gemacht. Also wenn ihr da Bock drauf habt, diese Filme, die gibt es auch auf meinem YouTube-Kanal. Ich blende die hier oben mal ein irgendwie in der Infobox oder wie, oder ihr findet die einfach auf meinem YouTube-Kanal. Wenn euch das wirklich interessiert, also wenn ihr euch wirklich für Hintergründe von Lost Places interessiert, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch die Filme mal anschaut. Und hier ist schon das nächste Gebäude. Auch nur ganz klein, aber mit einer riesigen Bunkertür, wie es aussieht. Alle Achtung, ein krasses Teil. Und das haben schon einige versucht hier aufzubrechen mit riesigen Stangen, aber keine Chance. Wahnsinn. Was für ein Monster von Tür. Mal schauen, vielleicht geht es ja auf der anderen Seite rein oder so. Hier ist nichts weiter. Naja, okay, ich guck mal um das Gebäude rum. Also hier hinter mir sind riesige Lüftungsanlagen, die zeige ich euch gleich. Hier ist irgendwie so ein Krangestell und hier ist die Rückseite bzw. Vorderseite des Bunkers. Krass, die Tür rostet zwar schon ordentlich, aber die ist so stabil, da passiert nichts. Das sind nochmal so Lüftungslöcher. Krass. Ja, und hier drüben kommen noch so eine riesigen Betondinger aus der Erde raus und ich glaube, das sind wahrscheinlich auch Lüftungsanlagen. Wobei, nee, warte mal, hier kann man auf der anderen Seite reinsehen. Ich glaube, ach nee, das sind nur so kleine Beobachtungsbunker. Hier kann man sich sozusagen reinstellen wahrscheinlich und durch die Löcher hier beobachten, weil hier geht es gar nicht weiter rein. Es ist einfach Betonboden. Teilweise mitten im Wald so riesige Freiflächen noch, wo wahrscheinlich sicher auch mal Gebäude standen. Aber wie gesagt, vieles ist schon abgerissen. Und hier oben vor mir sehe ich noch ein kleines Gebäude, aber das sieht mal aus wie so ein Nachrichtenturm oder Beobachtungsposten oder sowas. Ah, okay, hier ist noch mal so ein kleiner Eingang zu dem Bunker offensichtlich. Jetzt ist die Frage, geht es da weiter oder nicht? Wollen wir das rausfinden? Ich denke schon. Klar, komm, ihr habt doch Bock da drauf. Okay, ich schau mal. Es wurde natürlich schon mal zugeschüttet hier.
aber es sieht auch aus, als wenn hier Fußspuren, au, oh, eine Distel, Fußspuren sind, die hier schon mal reinging. Oh, Alter, was kommt denn hier alles rausgeflogen? Junge, Junge. Okay, Moment, ich hole mal die Lampe raus. Nee, ich schaue erst mal kurz hier vor, ob es überhaupt weitergeht. Und wenn ja, dann hole ich die Lampe raus. Und dann schauen wir mal, wie es da drin aussieht. Okay, wie ihr sehen könnt, hier geht es tatsächlich weiter. Und hier geht es auch noch weiter. Hier sind so gelbe Bunkertüren mit russischer Schrift. Und ja, ich schaue mal, wie weit das hier geht. Okay, also das ist wirklich abgefahren. Vor allem eine Bunkertür an der anderen, ne? Ich muss tatsächlich auch wieder aufpassen, dass ich mich hier nicht verlaufe. Und ich gebe auch zu, das ist tatsächlich etwas creepy hier unten ganz alleine. Also trotzdem mega spannend und normalerweise scheiße ich mir da nicht ein, aber das ist schon krass hier, wirklich abgefahren. So, ich blende mich selbst, ich sehe nichts mehr. Ich zeige euch wieder meinen Weg, wo ich lang gehe. Okay, ich muss mir merken, die vorletzte Tür nach diesem Gang. Scheiße, hier gehen unendlich viele Gänge ab, ne? Das ist wirklich zu wild. Junge, Junge. Also, das ist krass. Sorry, dass ich mich wiederhole, aber das finde ich gerade wirklich sehr, sehr abgefahren. Wisst ihr, was auch eine krasse Vorstellung ist? Dass jetzt irgendjemand da vorne die Tür zumacht. Okay, ich gehe jetzt hier den Gang hinter, das heißt, ich muss hier zurück. Wird schon passen, wa? Ey, das ist unendlich groß hier oben. Hier unten. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Geil, also wirklich geil. Ich feiere das gerade total. So, ich muss mir wieder den Weg leuchten. Das sind auch riesige Räume hier, ne? Hier war richtig was los. Okay, hier hinten ist jetzt Schluss. Jetzt gehe ich nochmal auf die andere Seite. Ich muss mir immer schön den Weg merken. Was übrigens auch dazu kommt, dass nur eine einzige Person überhaupt weiß, dass ich mir heute irgendeinen Lost Place anschauen wollte. Sonst weiß gar niemand, dass ich hier bin. Ja, ich weiß, das macht man nicht. Man sagt vorher irgendjemandem Bescheid. Ihr braucht mich nicht belehren, das weiß ich. Richtig geile Nummer. Hier an den Türen stehen übrigens, weil ich gerade sage, geile Nummer, auch Nummern dran. Das heißt, an denen kann ich mich auch etwas orientieren. Hier muss ich nachher zurück. Also ich muss sagen, ich bin richtig zufrieden mit meiner Lost Place Besichtigung heute. So, bin ich jetzt hier auf dem richtigen Weg. Ja, ich glaube ja. Bin ich von hier gekommen? Jetzt geht's schon los. Ja, genau, von hier bin ich gekommen. Oh, hier geht es ja auch noch weiter, krass. Es ist auch so furchtbar eng hier unten. Nee, okay, nach dem Raum ist auch Schluss. So, von hier bin ich gekommen. Oh, ich muss mich jetzt mal echt konzentrieren hier. Ja, doch, okay, alles klar. Ich habe gerade echt überlegt, ne? Aber doch, ich bin von hier gekommen, hier waren diese zwei gelben Türen. Richtig geil, richtig geil. Geile Entdeckung, echt. Also, Entdeckung. Ich habe
Podcast im Internet gefunden. So, ich nehme mal an, euch kam das jetzt alles gar nicht so kurz vor. Aber ich hatte jetzt echt kurz zu tun hier, ne? Den Weg zu finden, abgefahren. Aber ich bin jetzt wieder hier am Ausgang und krauche jetzt hier wieder raus. Ah, sehr geil. Oh, hier drin war es wieder so schön kühl. Oh, das geht wirklich nur auf allen Vieren hier. Ui. Oh, geil. Hörst du mal. Ah. Abgefahrene Nummer, wirklich. Sehr, sehr krass. Oh, das macht richtig Spaß, Leute, ne? Da habe ich große Freude dran. Nachdem ich jetzt noch eine Weile durch den Wald gestürzt bin, bin ich hier auf eine Betonstraße gestoßen. Also die Straße ist so aus einzelnen Betonplatten zusammengelegt. Und ich nehme an, das war damals eine offizielle Straße in dieser Stadt im Wald. Ich habe natürlich jetzt noch nicht die geringste Ahnung, auf wie viele Minuten ich diese Szene aus dem Gelände hier im Endeffekt im Film zusammenschneiden werde. Aber nur damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, ich befinde mich jetzt schon 5 Stunden hier drin. Das ist unfassbar groß. Das ist Wahnsinn. Und klar, ich bin definitiv jemand, der sich immer sehr viel Zeit nimmt, der überall sehr lange guckt. Dann mache ich ab und an mal noch die Kamera an, erzähle euch irgendwas und so. Da geht natürlich auch viel Zeit drauf, aber 5 Stunden ist schon ordentlich. Und ich bin hier noch lange nicht durch. Also ich habe keine Ahnung, was hier noch kommt. So, keine Ahnung, im Video geht das vielleicht 10 Minuten oder vielleicht auch länger. Meine Videos gehen ja allgemein immer etwas länger. Ich hoffe übrigens, das gefällt euch. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Sind euch meine Videos eigentlich zu lang? Würdet ihr euch lieber kürzere Videos wünschen? Das ist jetzt wirklich mal eine ernst gemeinte Frage, weil ich mir das immer beim Schneiden denke. Ich denke dann immer so, schon wieder 40 Minuten, schon wieder eine Stunde. Ist denn das eigentlich zu lang? Das würde mich wirklich mal interessieren, da YouTube ja eher Kurzvideos bereitstellt. Und ich habe schon oft auch gehört, dass sich die Sehgewohnheit natürlich auch geändert hat und die YouTube-Zuschauer eher kurze Videos gewohnt sind und gar nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne für 45 Minuten oder 60 Minuten oder so haben. Also wäre cool, das mal von euch zu wissen. Ich sag's gleich, das bedeutet nicht, dass meine Videos dann kürzer gehen. Ich mache das immer noch so, wie es mir persönlich am besten gefällt und wie ich das aufarbeiten möchte. Aber dennoch würde mich eure Meinung wirklich mal interessieren und vielleicht kann ich das ja dennoch hier und da mit einfließen lassen. Aber hier kommt das nächste Gebäude und meines Erachtens müsste das die alte Wäscherei sein. Hier geht es aber nicht rein, vielleicht auf der Vorderseite irgendwo. Ah, das sieht alles sehr zugemauert aus. Das ist auch schräg. Dieser riesige Bunker ist offen und diese kleine Wäscherei ist zugemauert. Hat eine gewisse Ironie. Nee, ernsthaft jetzt? Ist das wirklich zu? Hier ist eine Holztür. Ah. Nee, okay, die ist offen. Ist aber auch schräg. Da ist so ein Gewicht dran, dass die von alleine wieder zugeht. Das ist creepy. Denn sowas hierher? Die Tür ist vor allem auch neu. Erstmal reinleuchten. Nicht, dass ich hier bei so Teil 3 lande. Quatsch, Teil 30 wahrscheinlich eher. Also das ist sehr eigenartig. Wer baut denn so einen Flaschenzug hierher? An so einen Lost Place? Komplett neue Tür? Kann mir das bitte jemand erklären? Das ist einfach sehr eigenartig. Lichtschalter, geht ja noch Licht? Da würde ich jetzt richtig ausrasten. Nee. Nein, okay. Nützt ja nichts, ne? Muss mal gucken.
Ja, okay. So viel zur alten Wäscherei. Mit der sehr eigenartigen Tür. Das ist wirklich schräg. Das ist auch ein krasses Baumgebilde hier. Über irgendeinen Wall bin ich jetzt auf dem Dach eines Gebäudes gelandet. Oder eines Bunkers. Oh krass. Es ist komplett zugeschüttet hier mit solchen Gleisunterlagen. Also mit diesen Gleisunterlagen aus Beton. Aber das hat den Vorteil, hier müsste ich eigentlich wieder gut runterkommen. Okay, dort ist wieder eine Tür. Aber die sieht trotzdem sehr verschlossen aus. Tschakka! Bin ich bei einem Haus, was irgendwie fast wie ein Wohnhaus oder so aussieht. Ja, ich werfe mal einen Blick rein, ne? Oh, der Boden ist ganz schön marode, beziehungsweise er existiert nicht mehr wirklich. Allerdings ist da hinten eine Treppe und da würde ich schon gern mal hinschauen. Da geht es auf jeden Fall irgendwie noch hoch. Komme ich hier drüber? Aber ich glaube, hier gibt es drunter keine Etage. Das heißt, ich stürze hier nicht wirklich tief ab, wenn ich stürze. Okay. Hier ist die Treppe. Toll, hier wäre ich auch reingekommen. Hätte ich mir diesen Boden sparen können. Wirklich aus wie, keine Ahnung, vielleicht ein Unterkunftsgebäude oder sowas. Hier gab es ja mal ein Kino und ich glaube, das hier war der Vorführraum, denn hier sind solche kleinen Löcher, wo früher die Projektoren durchgestrahlt haben und ich sehe gerade, dass hinter dem Gebäude hier unfassbar viel Schutt liegt und deshalb nehme ich an, dass hier dahinter noch ein Gebäude war, was dann der Kinosaal war. Das heißt, hier vorne in dem Gebäude, wo ich gerade bin, war vielleicht irgendwie Gaststätte oder irgend sowas. Speisesaal, Küche. ja. Okay, hier geht einfach eine Tür ins Nichts nach unten raus. Das heißt, das Gebäude ging wirklich mal weiter. Dann wird es wohl das ehemalige Kino sein. Ja, ich habe vorhin mal auf die Uhr geschaut und es ist bereits 19.13 Uhr. Was sehr krass ist, da ich heute auch noch einen Schlafplatz brauche. Und der Schlafplatz, den ich mir eigentlich überlegt hatte, ist wahrscheinlich noch 15 Kilometer oder so entfernt. Da ich noch nicht viel von meiner Strecke geschafft habe, da ich mich ja nur in diesem Gelände hier bewege die ganze Zeit. Ja, und das Problem ist, ich habe auch kein Wasser mehr. Ich habe jetzt noch circa einen Viertel bis halben Liter. Hier ist schon das nächste Gebäude. Und ich brauche halt unbedingt noch Wasser, ne? Und hier finde ich kein Wasser. Also das heißt, ich kann auch nicht hier schlafen. Es sei denn, ich verzichte auf Wasser. Aber naja, mal schauen. Noch ist es eine Weile hell. Locker noch 2-3 Stunden. Und jetzt schaue ich erstmal in das Gebäude hier rein. Naja, okay, ich könnte jetzt hier durch das Fenster klettern, aber am Ende ist hier nicht viel zu sehen, außer ein großer Raum. Und in Anbetracht
der Uhrzeit, von der ich euch gerade erzählte, schaue ich mir jetzt nicht jedes Gebäude hier mehr so ganz genau an. Wenn natürlich noch so was Spannendes wie ein Bunker kommt oder irgendwas anderes Spannendes, dann werde ich da definitiv drin verschwinden. Aber das hier sind, glaube ich, wirklich nur Wohngebäude. Wobei, das hier unten sah jetzt nicht unbedingt wie ein Wohngebäude aus. Aber hier stehen mehrere solche Gebäude in Reihe. Das heißt, vielleicht sind die oberen Etagen Wohngebäude und die unteren Etagen keine Ahnung was. Irgendwie macht es den Anschein so wie so Kasernenbauten. Ja, hier ist auch wieder so eins. Krass, hier sind sogar noch alte Kachelöfen drin. Abgefahren. Aber ja, okay, klar. Hier wurde halt noch mit Kohle geheizt, ne? Ist ja auch eine Weile her alles. Abgefahren. Krass, wirklich in jedem Zimmer ein Kachelofen. Beziehungsweise gingen diese Öfen immer über zwei Zimmer. Das heißt, in einem Zimmer wurde geheizt. Der Ofen hat dann aber gleich zwei Zimmer erwärmt. Ach, noch so ein Gebäude. Es nimmt überhaupt kein Ende hier. Wunderbar, hier stehen alle Türen offen. Der Boden hat auch schon die besten Tage hinter sich. Bock auf eine Runde Basketball? Ja, okay. Huiuiui. Die Treppen hier muss ich natürlich noch mal hochschauen. Jetzt bin ich kurz ganz schön erschrocken. Aber das Geländer ist einfach nur wackelig. Die Stufen sind auch etwas schief, aber naja, okay. Die werden wegen mir jetzt nicht einstürzen. Hoffe ich. Was ist das denn? Ach, krass. Eigentlich nochmal wie unten, aber hier ist wie so eine kleine Bühne. Da der Boden hier nicht mehr sehr einladend aussieht, und ich mir gerade in der unteren Etage die Decke nicht angeschaut habe, laufe ich jetzt hier nicht drüber, sondern laufe unten wieder zurück, beziehungsweise gleich hier raus und dann weiter. Also die Treppe hier, naja, geht so. Wie sieht denn die von unten aus? Nee, ach, die ist fest. Ja, geil, wenn ich es danach weiß. So, Freunde, ach, da drüben ist schon wieder das nächste Gebäude. Junge, Junge, das hört nicht auf. Das sieht aber so groß aus, dass ich da unbedingt hinschauen möchte. Oh Mann. Gott, wahrscheinlich hätte ich ein Video nur über dieses Gelände drehen sollen hier. Mann, ey. Vielleicht geht das Video diesmal 2 Stunden. Hm, wer weiß. Okay. Das sieht wirklich aus wie ein Veranstaltungssaal. Hier liegt so eine schöne Europalette. Da kann ich gleich mal durchs Fenster rein. Oh, das hat jemand sehr gut vorbereitet. Ja, das ist das Theater. Krass. Das heißt, die hatten ein Theater und ein Kino. Wobei dort oben sind auch solche Löcher für Projektoren. Dann war das hier wahrscheinlich Kino und Theater. Jetzt noch ein paar Treppen hoch. Boah, noch ein paar lustige Graffitis hier. Ah, hier ist die Wendeltreppe. Die habe ich schon von außen gesehen, aber die hat ihre besten Tage hinter sich, soweit ich das von unten gesehen habe. Ich glaube, da sind nicht mehr alle Stufen da. So, Freunde, nachdem ich jetzt den halben Tag in der ehemaligen sowjetischen Garnison verbracht habe, lasse ich diese jetzt hinter mir und bin mittlerweile schon im Naturschutzgebiet Schorfheide. Oh krass, und das wollte ich euch gerade erzählen.
und dort rennt gerade wieder Wild weg. Wahrscheinlich war das wieder zu klein auf der Kamera, aber die ganze Zeit, der ganze Weg jetzt, ich bin jetzt schon eine Weile unterwegs, ich habe jetzt nicht ständig die Kamera drauf gehalten, aber Hasen, Rehe, Hirsche, alles. Wirklich ständig springt hier irgendwas über den Weg. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist so schön hier und so ruhig. Also, ja, ich bin gerade total begeistert. Das ist wirklich Natur pur hier. Hier ist einfach nichts, nichts. Nur Wald, Wiese, Heide. Absolut genial. Und unfassbar viel Wild unterwegs. Dann hatte ich vorhin noch so ein Rehkitz. Das habe ich auch kurz gefilmt, aber bin dann schnell einfach weitergegangen, damit das nicht sinnlos Angst bekommt. Nochmal kurz zu dem Lost Place. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich das zusammenschneide, aber wahrscheinlich habe ich euch jetzt wirklich nur einen Bruchteil davon gezeigt, was es in dieser ehemaligen Garnison zu sehen gibt. Ich habe ohnehin nicht überall die Kamera drauf gehalten. Wenn ich das jetzt nochmal zusammenschneide, dann wird es noch weniger. Also wenn euch das interessiert, dann auf meinem Komoot-Account findet ihr die Koordinaten und wo das ist. Jetzt mögen sich einige aufregen, dass man Adressen von Lost Places nicht preisgibt und diesen ganzen Käse. Aber bei diesem Lost Place hier ist es so egal, den kennt wirklich jeder. Und das ist einfach ein Naturschutzgebiet. Hier kann man wandern, spazieren gehen. Also wenn ihr Bock habt, dann schaut euch das einfach gerne an. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, genau. Und jetzt bin ich, wie gesagt, hier im Naturschutzgebiet Schorfheide. Werde jetzt ein ganzes Stück hier diesen Waldweg entlang laufen und dort auf die Havel treffen. Und hoffe, dass ich dort ans Wasser komme, um mir Wasser zu filtern, dass ich wieder Wasser habe. Denn ja, wie gesagt, ich habe noch 250 Milliliter. Die habe ich immer noch nicht getrunken. Aber ich habe mega Durst. Ich habe eine richtig trockene Gusche und das werde ich mir gleich reinpfeifen. Ja, und dann hoffe ich, dass ich noch so weit komme bis zu meinem See. Das sind wahrscheinlich noch 10 Kilometer oder so. Mal schauen. Aber ja, ich bin gut drauf. Die Beine sind zwar schon etwas müde, weil ich habe keine Ahnung, wie viele Kilometer ich in diesem Lost Place hier zurückgelegt habe. Das werden auf der Karte, auf meinem Komoot-Profil natürlich viel weniger Kilometer sein. Macht euch das bewusst, wenn ihr euch das anschaut und nachlaufen wollt, dass ihr durch dieses ganze Hin und Her und durch die Gebäude und so natürlich viel länger braucht und auch viel mehr Strecke zurücklegt, als auf meiner Komoot-Route angezeigt wird. So viel dazu. Und jetzt genieße ich einfach mal die Ruhe hier, die Natur. Und melde mich wieder, wenn ich an der Havel angekommen bin. Peace and out. Ich bin jetzt hier an der Havel angekommen, allerdings komme ich nicht direkt an die Havel ran. Hier ist so viel Schilf davor, dass ich keine Chance habe, hier Wasser aufzufüllen. Naja, ich laufe jetzt einfach mal weiter. Der Weg geht dann zwar wieder weg von der Havel, aber es sind jetzt circa noch 6 Kilometer oder so bis zu dem See, an dem ich gerne schlafen möchte. Und ich hoffe jetzt einfach, dass das Seewasser trinkbar ist, weil an die Havel heranzukommen habe ich wirklich keine Chance. Also 0,0. Nicht mal, wenn ich mich hier durchschlage. Das Schilf ist wirklich so großflächig hier. Naja. Aber das ist so schön hier. Ich muss es einfach nochmal sagen. Oh, da ist die Havel, da ist mein Wasser. Zieht euch das rein.
Aber vom Wasser mal ganz abgesehen, was ich trinken möchte, wie schön das hier ist. Wahnsinn. Und wisst ihr, was auch richtig schön hier ist? Die Mückenpopulation. Das ist schon wieder unfassbar. Aber ja, ich habe wieder mein Moskitonetz mit für heute Abend. Das wird schon alles. Geil. Oh, hoffentlich bekomme ich noch Wasser. Dann war das ein traumhafter Tag. Ich bin jetzt mal von meinem Weg abgewichen und folge hier einem Wildpfad. Und der Wildpfad geht Richtung Wasser. Und ich hoffe, und ich weiß es jetzt schon, dass dieser Wildpfad zum Wasser führt. Genial. Und hier unten bin ich an der Havel und kann mein Wasser auffüllen. Wenn ich da runterkomme. Wie macht das Wild das? Wild müsste man sein. Oh, hier ist natürlich die Hölle los mit Mücken, ne? Okay, ich werde jetzt meine 3 Liter Bottle hier auffüllen und dann das Wasser später filtern. Ist das krass hier, alle Achtung. Okay, einfach viel bewegen. Oh, geil, dass der Wildpfad jetzt wirklich ans Wasser ging. Perfekt. Sehr, sehr geil. So, meine 3 Liter Wasser habe ich. Die muss ich nachher ordentlich filtern, weil ich hier ganz schön Wasser aufgewühlt habe. Okay. Oh, wo habe ich jetzt in der Eile den Deckel hingetan? Verdammte Axt, wo ist der Deckel? Mit den Mücken, das ist so krass hier. Wahnsinn. Und die Kamera ist voll mit Mücken. Ist das krass, wahrscheinlich weil die so warm ist. Okay, ich muss hier irgendwie schnell weg. Okay, ich lege die Kamera mal wieder weg und suche den Deckel. Meine Schuhe sind übrigens auch komplett durch, weil ich musste hier ins Wasser steigen. Sonst wäre ich nicht da runtergekommen. Okay, alles klar. Bis später. Ich habe jetzt hier einen wunderschönen Schlafplatz direkt an einem See gefunden. Und falls sich das irgendjemand fragt, nein, ich bin nicht mehr im Naturschutzgebiet. Dieser See liegt außerhalb des Naturschutzgebietes. Und ich muss jetzt mal schauen, wie ich mein Mückennetz hier aufspanne, weil das ja immer hängen muss. Wer mein letztes Video gesehen hat, der kennt die Problematik. Allerdings habe ich diesmal wenigstens Heringe mit. Das heißt, diesmal muss ich mir keine eigenen Heringe schnitzen. Und jetzt schaue ich mal, ob ich das hier ganz hinterbaue, weil der Boden ist eigentlich schön eben. Und dann könnte ich das hier oben an dem Ast vielleicht festmachen. Das wäre eigentlich cool. Ich glaube, so wird es enden. Ah, der Platz ist so schön, wirklich. Hier unten ist sogar eine Badestelle. Perfekt, also da kommt man gut ins Wasser rein. Das Wasser ist glasklar. Und ich muss mal schauen, weil wenn ich mich ausziehe, dann werde ich, glaube ich, aufgefressen. Das ist richtig krass hier mit den Mücken. Ich habe mich jetzt schon komplett von oben bis unten mit Autan eingedieselt, weil das habe ich diesmal auch mit. Das hatte ich auf meiner letzten Mückentour ja nicht dabei. Aber das habe ich diesmal dabei. Das habe ich mir extra vorher noch besorgt, dass das etwas entspannter wird. So, jetzt werde ich aber erstmal das Mückennetz für die Nacht hier aufspannen, dass ich einen ruhigen Schlaf habe. Ein geiler Platz, richtig geil. Auch schön abgelegen hier, so ein Stück durch den Wald hier, ging es zum See. Perfekt. Es ist übrigens mittlerweile 22 Uhr oder 22.15 Uhr oder so. Und insgesamt bin ich heute, glaube ich, 30 Kilometer oder sogar noch mehr gelaufen. Wahnsinn. Ich habe jetzt eben schon mal 5 Minuten hier ganz entspannt am See gechillt und noch den Sonnenuntergang genossen. Und auf Komoot geschaut. Und bei Komoot sind das bis zu diesem Punkt hier ungefähr 20 Kilometer auf der Route, die ich euch dann zur Verfügung stelle. Aber wie gesagt, wenn ihr das nachlauft, dann bedenkt, dass ihr natürlich gerade in dem Lost Place Gelände da wahrscheinlich mehr Zeit einplanen müsst und auch mehr Kilometer lauft. Ist das hoch genug? Ja, das müsste passen. Okay, hier unten ist auch noch so ein Ast. Ah, okay. Egal, das passt alles. Sehr geile Stelle. So, wo habe ich die Heringe? Alles am Mann. Wenn ich jetzt aufgebaut habe, werde ich noch entspannt meine Nudeln kochen.
Und dann freue ich mich tatsächlich heute aufs Bett. Ich bin wirklich knülle. Das war heute ein anstrengender, aber sehr, sehr geiler Tag. So, Freunde, es ist wieder Zeit für den Rotlicht-Podcast des Einhorns. Ich habe jetzt nochmal Wasser gefiltert hier, obwohl es eventuell reichen würde, wenn ich das nur abkoche gleich, weil das kocht ja ohnehin mit den Nudeln. Aber ja, wer weiß. Ich filter es einfach vorher noch. Sicher ist sicher. Und jetzt koche ich mir meine Nudeln. Und heute gibt es Penne mit Brokkoli in Frühlingskräutern. Hab ich Bock. Übrigens, das Bad gerade, das tat so unfassbar gut. Ich kam mir heute so richtig dreckig, ekelhaft und schmandig vor nach diesem Tag. Durch diese ganze Zeit in diesen Lost Places da und Staub und Dreck und dann dieser Schweiß noch, weil es heute so heiß war. Da war das Bad jetzt echt sehr willkommen. Und jetzt fühle ich mich richtig wohl. Okay, ich muss meinen Kocher, wie immer, mit meinem Mini-Feuerstahl anzünden. Wer meinen Mini-Feuerstahl noch nicht kennt, das ist dieses kleine Teil hier. Keine Ahnung, ob man es sieht, aber es funktioniert. Und da ich immer kein Feuerzeug dabei habe und der Kocher keinen eigenen Zünder hat, muss ich das immer mit dem Feuerstahl und meiner Säge von dem kleinen Victorinox machen. Geil. Ich freue mich jedes Mal darüber, dass es einfach so geil funktioniert. Ach, wahrscheinlich ist jetzt der Sound des Kochers wieder lauter als meine Sprache. So, jetzt brauche ich hier 500 Milliliter. Und dann kann es losgehen. Ich habe so einen Hunger und ich bin wirklich knülle heute. 30 Kilometer oder wie viel auch immer das nun heute waren, haben mich echt geschafft. Und was etwas nervt, als ich vorhin aus dem Wasser raus bin und dann noch meine Füße irgendwie so ein bisschen sauber machen wollte, da habe ich mir irgendwie hier hinten über der rechten Arschbacke irgendwas verzogen. Das tut seitdem ein bisschen weh. Und ich habe ja morgen auch noch 20, 25 Kilometer vor mir. Aber ja, wer weiß, vielleicht geht das die Nacht auch einfach wieder weg, wenn ich gut schlafe. Und ich habe das Gefühl, ich werde an diesem Platz hier sehr gut schlafen. Echt, ich finde den so geil, ne? Ich habe hier so einen richtig schönen Rundumblick. Kann nachher durch mein Moskitonetz oben in die Sterne schauen. Hab Blick auf den See, hab Blick auf den Weg hier, den ich gekommen bin. Ich mag irgendwie immer so einen Rundumblick. Ich habe gern die Kontrolle über meinen Lagerplatz. Und im Rücken habe ich einfach die Bäume. Genial. I love it. So, die Nudeln sind fertig. Wie spät haben wir es eigentlich jetzt? Wahnsinn. 23.43 Uhr. Das ist immer krass im Sommer, wie die Zeit einfach so dahin fliegt. Da es so lange hell ist, komme ich, selbst wenn ich draußen penne, immer nur sehr spät ins Bett. Im Winter, da sucht man sich irgendwie 16 Uhr einen Schlafplatz und ist dann spätestens 19 Uhr irgendwie im Schlafsack. Und dann penne ich 12 Stunden. Aber im Sommer komme ich nie vor 12, um 1, halb 2 ins Bett und stehe dann aber irgendwie schon wieder 6 Uhr oder so auf. Einfach weil die Sonne einen natürlich weckt. Aber ja, ist geil. Ich find's geil. Es ist gerade eine sehr geile Zeit, weil ich sehr viel draußen bin, sehr viel für mich rumprobiere. Ich beschäftige mich gerade auch mal wieder viel mit so Kräuter und essbaren Pflanzenkram und so. Wieso, weshalb, warum, das erzähle ich euch ein anderes Mal. Ja, aber es macht gerade mega Laune, echt, ist cool. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen, mit denen ich mich gerade sehr intensiv beschäftige, was dieses ganze Outdoor-Thema betrifft.
Aber über all das werde ich euch später mal mehr berichten und da werden wahrscheinlich sogar noch ein paar Videos kommen. Aber ja, so viel erstmal nur zum Anteasern, dass ihr gespannt seid. Später erzähle ich euch da mehr. Jetzt esse ich erstmal. Guten Appetit, Freunde. So, Freunde, ich habe mich jetzt schon mal nackig gemacht und mich in meinen Schlafsack begeben, denn es ist immer noch sehr, sehr warm. Ich glaube zwar nur 12 oder 15 Grad oder so, aber da brauche ich trotzdem maximal diesen Schlafsack und kein T-Shirt und nix. Und mein T-Shirt hängt ohnehin noch da hinten nass über dem Baum, da ich das vorhin als Handtuch nehmen musste, weil ich kein Handtuch oder irgendwas mit habe, nachdem ich aus dem Wasser wieder rausgekommen bin. Das heißt, ich hatte jetzt ohnehin nur meinen Pullover an und den habe ich jetzt hier als Kopfkissen zusammengelegt. Wie auch immer, interessiert wahrscheinlich keine Sau. Was mega geil ist, ist wirklich dieser Sternhimmel hier. Es sind so viele Sterne und es ist so geil, das hier durch das Netz durchzusehen. Also jetzt blendet gerade die Lampe etwas hier. Da sehe ich eigentlich gar nichts. Aber wenn die Lampe aus ist, ist es mega geil mit diesem Netz hier einfach. Richtig cool. Voll schön. Wenn ihr das sehen könntet. Naja, okay. Ich freue mich jetzt aufs Bett. Und würde sagen, ich habe heute schon genug geschnackt. In diesem Sinne, ich freue mich wie immer, dass ihr zuschaut. Wir sehen uns morgen früh. Peace and out. Moin ihr Lieben, das Einhorn ist wieder wach. Es ist jetzt roundabout 7 Uhr. Ich habe eine herrliche Nacht hinter mir, bis mich jetzt die Sonne geweckt hat. Aber auch das ist ganz geil, weil noch ist sie nicht so heiß. Und das werde ich jetzt auch gleich nutzen und mein Lager hier zusammenpacken. Dann werde ich wahrscheinlich nochmal in den See springen und dann geht es auch schon los. Ich freue mich sehr auf den Tag. Ich habe heute so ungefähr 20, 25 Kilometer noch vor mir. Liegen auf jeden Fall wieder ein paar spannende Sachen auf dem Weg. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, nicht lange geschnackt. Auf in den Tag! On the road again und die Sonne ballert schon wieder richtig. Deswegen habe ich mir mein Basecap vorhin im See auch wieder nass gemacht, damit ich einen kühlen Kopf bewahre. Und ich bin jetzt schon wieder mitten hier im Wald und sehe hier schon das nächste Highlight und zwar eine alte Lok, also ein kleiner Lost Place. Ich hatte Fotos gesehen, da stehen ja eigentlich sogar noch Waggons rum, aber davon kann ich gerade nichts entdecken. Aber wer weiß, vielleicht ist da hier noch mehr. Wir schauen einfach mal. Ja, die Lok ist schon mal sehr abgefahren, aber diese Waggons, die ich noch gesehen habe, davon finde ich hier tatsächlich nichts. Weil hier hören auch die Gleise auf und die Bilder, die ich gesehen hatte, da standen die auch noch auf alten Gleisen. Es kann natürlich auch sein, dass es irgendwie noch ein Stück weiter weg ist, aber hier sieht es nirgends danach aus. Naja, egal. Dann laufe ich einfach mal entspannt meinen Weg weiter. Ich befinde mich hier gerade auf dem Zieglerpfad oder Ziegeleipfad. Ich weiß den Namen gerade gar nicht mehr genau. Ich blende euch das aber ein. Und das ist ein 10 Kilometer langer Radwanderweg, der sich mit der Geschichte der Region beschäftigt. Und weil es ein Radwanderweg ist, ist der Weg auch asphaltiert. Aber die Region an sich ist sehr schön. Und diese Region hier um Zedenik, die war zu Beginn des 20. Jahrhunderts das größte Ziegeleirevier Europas. Und um noch ein paar mehr Infos dazu einzusammeln, bin ich jetzt gerade auf dem Weg zur Ziegeleifabrik Mildenberg. Und es ist echt schön hier, also bis auf den Teer unter mir, aber an sich ist es echt sehr nice hier. Hier neben mir fließt die Havel entlang, hier ist überall Wald. Ganz entspannt. Und da vorne bellt irgendwo ein Hund. Ich befinde
befinde mich jetzt bereits in dem Freilichtmuseum Ziegeleipark Miltenberg. Das ist echt cool hier. Und hier sind mehrere Gebäude und in den Gebäuden sind dann immer noch Ausstellungen, wie zum Beispiel in diesem hier. Ja, schauen wir uns doch mal an, wa? Vorhin bei dieser verlassenen Lok sagte ich ja, dass ich noch Fotos gesehen habe, wo eigentlich auch noch einzelne Waggons stehen. Und ich überlege gerade, ob da jemand die Fotos falsch zugeordnet hat und einfach die Waggons von hier fotografiert hat und mit an den anderen Standort eingetragen hat. Denn hier sind noch alte Waggons und das sieht eigentlich aus wie die Waggons auf den Fotos. Aber das ist wie gesagt alles hier in diesem Museum. Aber das Museum ist echt cool. Also es ist auf jeden Fall sehr liebevoll hergerichtet. Also wenn man sich dafür interessiert, oder wie ich, auch jetzt nicht unbedingt dafür interessiert, aber das ist schon mal ganz cool und spannend zu sehen. Echt sehr liebevoll gemacht. Kann ich nur empfehlen. Wollte ich gerade erzählen, wie es weitergeht, und genau in dem Moment fliegt mir dieser Marienkäfer auf die Hand. Da ist das Ding. Ja, okay, aber was wollte ich eigentlich erzählen? Ich bin jetzt wieder hier im Wald unterwegs und habe das Museum verlassen und muss sagen, ich bin echt beeindruckt. Das war so schön hergerichtet, so informativ, also wirklich geil. Und wie gesagt, ich habe an sich damit jetzt nichts am Hut, aber war einfach mega interessant. Richtig geil. Also wenn ihr mal hier in der Nähe seid, gönnt euch. Das lohnt sich wirklich. So, und da ich aufgrund des gestrigen Tages das Gefühl habe, dass dieser Film hier schon ewig geht, ich kann das zwar total schlecht einschätzen, wie gesagt, jetzt hier unterwegs, wie das dann im Schnitt enden wird, aber irgendwas sagt mir, dass das Video sehr lange gehen wird. Deswegen werde ich mich jetzt für den Rest des Weges kurz fassen. Ich habe zwar noch locker 15 Kilometer vor mir, aber eigentlich passiert nicht mehr so viel, glaube ich. Also ich laufe jetzt hier erstmal ewig immer entlang der Havel und links und rechts des Weges kommen immer noch verschiedene Seen und Gruben, die heute mit Wasser gefüllt sind, die noch zu der ehemaligen Region der Ziegelei gehören. Das heißt, ich werde jetzt einfach ein paar Bilder einfangen, werde euch das schön mit Musik unterlegt etwas präsentieren und werde mich nur noch zu Wort melden, wenn wirklich irgendwas ganz Spannendes, Unvorhergesehenes passiert. Der Marienkäfer bleibt die ganze Zeit hier sitzen, okay? Ja, damit das Video nicht noch länger geht. In diesem Sinne, viel Spaß beim Rest des Weges. Das ist der Moment, wo ich mich dann doch noch mal zu Wort melden möchte. Denn was ist das denn hier krasses? Ein Kegelbunker oder wie auch immer man sowas nennt.
der hier mitten im Wald steht. Ich glaube, da vorne war auch die Tür offen, das heißt, man kommt auch rein. Da drin wird jetzt nicht viel sein, ne? Das scheint wirklich nur dieser Kegel hier zu sein. Aber trotzdem spannend. Ich möchte da reinschauen. Das ist so eine richtige Lost Place Tour. Genial. Passt irgendwie. Zwischendurch ein schönes Naturschutzgebiet. Herrlich. Alles richtig gemacht. So, hier geht's mehr oder weniger rein. Ach nee, scheiße, das steht komplett unter Wasser. Verdammte Axt. Natürlich gehe ich mal davon aus, dass die Baumstämme nicht umsonst hier liegen. Vielleicht kann man da drüber... Oh Gott, hier wimmelt es gleich wieder von Mücken. Oh, wie ich mich kenne, fliege ich doch gleich in das Wasser rein. Oh, die Mücken, krass. Guckt euch das an. Könnt ihr das Mückengetummel auf der Kamera sehen? Wahnsinn. Oh, ey, nee. Oh, das ist echt wirklich krass hier, Alter. Das ist ja... Also so viele Mücken habe ich noch nirgends gesehen. Oh, es tut mir leid, dass es schon wieder so ein Mücken-Podcast wird hier, dieses Video. Oh nee, also mich schrecken gerade wirklich am meisten die Mücken ab. Das ist wirklich zu wild. Ich bräuchte ja vielleicht auch irgendwie mal Licht, wa? Oh, Junge, ganz schlecht vorbereitet, der Typ. Wenn ich jetzt noch Licht anmache, dann kommen auch noch die Mücken, die noch nicht da sind. Oder ich mache das einfach mal mit dem Handy. Das muss jetzt reichen. Wobei mit der Stirnlampe hätte ich wenigstens beide Hände frei. Ihr seht schon, das ist eine ganz unentschlossene Angelegenheit hier gerade. Aber die hat mich halt überrascht, ne? So, können wir uns jetzt mal beruhigen, bitte? Danke. Sucht euch ein anderes Opfer. So, ich ziehe das Video schon wieder unheimlich in die Länge hier, ne? Merkt ihr selbst, wa? Ich versuche jetzt einfach mal hier reinzugehen und mache dann... Ui. Da drin eventuell nicht dran. Oh, ist das krass. Oh nee, das ist zu krass. Das ist ekelhaft. Ich atme hier schon alle ein. Ich will doch einfach mal einen Blick hier reinwerfen, Mann. Ah nee, okay, hier drin... Hier drin ist richtig viel Wasser. Also da liegen auch keine Baumstämme und nichts mehr. Boah, ich muss hier weg. Das geht alles gar nicht. Oh. Alter Verwalter, ist das krass. Was ist denn hier los? Oh. Nee. Oh. Junge, Junge. Okay. Ja, tut mir leid für die Unterbrechung. Ich würde sagen, Musik und schöne Bilder. Ab. So, Freunde, ich bin wieder am Bahnhof. Also auf dem Parkplatz vom Bahnhof im Auto. Und ich muss zugeben, ich bin wirklich ziemlich knülle. Das war echt anstrengend jetzt heute nochmal die 20, 25 Kilometer. Aber trotzdem auf jeden Fall sehr schön. Und ich hoffe, ihr fandet das Video schön. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auch wie immer über eure Kommentare und versuche auch alles zu beantworten und zu lesen. Manchmal fällt mir das nicht so schwer. Manchmal fällt mir das nicht so leicht. Es kommt ganz drauf an, wie viele Kommentare reinkommen. Manchmal sind es mehr, manchmal weniger. Und gerade wenn es viel sind, dann dauert es eine Weile, bis ich antworte und die lese. Aber ja, ich versuche auf jeden Fall alles zu lesen. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das Video oder meinen Kanal weiterempfehlt an eure Liebsten, eure Familie, eure Freunde, damit die auch auf meinem Kanal rumstöbern und den eventuell abonnieren, wäre ich euch definitiv auch sehr dankbar. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, ihr findet auf meinem Komoot-Account alle Daten zu dieser Tour, falls ihr die Tour nachlaufen wollt oder euch irgendwelche Infos einholen wollt. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und das Letzte, über was ich mich freuen würde, wäre, wenn ihr auch auf meinem Insta-Kanal vorbeischaut. Dort findet ihr mich einfach unter Enno Seyfried. Und
Den Link zu meinem Insta-Account findet ihr auch im ersten angepinnten Kommentar bzw. in der Videobeschreibung. So, das waren die ganzen Wünsche, die ich noch so an euch habe. Und ja, in diesem Sinne, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Also, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Peace and out.